Das Völkerschlachtdenkmal. Die Völkerschlacht bei Leipzig tobte vom 16. bis zum 19. Oktober 1813. Sie war die Entscheidungsschlacht der sogenannten Befreiungskriege gegen Napoleon und die größte Schlacht, die die Menschheit bis dahin erlebt hatte. Niemals zuvor sind so viele Menschen in einem Krieg gestorben. Das sollte nie vergessen werden. Mit dem Sieg über Napoleon hatte sich die gesamte politische Weltlage geändert. Die französische Vorherrschaft über Europa war gebrochen und aus den vielen deutschen Kleinstaaten hätte endlich ein einheitliches Deutschland entstehen können. So wünschten es sich viele Menschen. Die Landesherren allerdings hatten kein Interesse daran, ihre Macht zu verlieren. Mit der Errichtung eines riesigen Monumentes sollte die Idee eines einheitlichen deutschen Nationalstaates wachgehalten werden. Nach dem Ende der Schlacht wurden sofort viele kleine Gedenktafeln und Steine aufgestellt. Aber eine treibende politische Kraft für die Durchsetzung und Finanzierung eines Monumentaldenkmals fehlte im immer noch zersplitterten Deutschland. Den ersten Vorschlag hierzu machte im Jahr 1814 der Dichter Ernst Moritz Arndt in seinem Wort über die Feier der Leipziger Schlacht. Leipzig wäre der Ort, so sagte er später in seiner Flugschrift Geist der Zeit, auf dessen Gefilden die Irminsul des 19. Jahrhunderts errichtet werden sollte, wohin die Urenkel noch wallfahren und einander die ungeheuren Schrecken und Freuden der ersten beiden Jahrzehnten desselben erzählten. Freiherr Adolf von Seckendorf aus Zingst bei Querfurt erließ den nächsten begeisterten Aufruf zur Errichtung eines Völkerschlachtdenkmals. Es wurden ihm viele wunderliche Entwürfe zum Denkmal und Vorschläge zur Erlangung der Mittel eingesandt. In seiner 1814 mit 4 Kupfern erschienenen Schrift »Die Resultate meines Planes, der Völkerschlacht bei Leipzig ein Denkmal zu setzen«, hat er sie veröffentlicht. Arndt sollte mit seiner Befürchtung Recht behalten. Sämtliche Entwürfe waren klein und unscheinbar gedacht. Seckendorfs eigener Entwurf war der großen Tat auch nur wenig würdig, und trotz der Beteiligung vieler Patrioten, die immer neue Ideen und viele weitere Vorschläge einbrachten, blieben seine Bemühungen ohne Erfolg. Hier sehen Sie einige Entwürfe, die eingereicht worden sind. Dies ist ein Entwurf des Architekten Friedrich Weinbrenner, einem badischen Oberbaudirektor aus dem Jahre 1814, zu einem Völkerschlachtdenkmal. Und dies der Entwurf von Professor Schievelbein aus Berlin von 1863. Am 15. Oktober 1864 wurde dieser Entwurf eines unbekannten Münchner Künstlers in der Leipziger Illustrierten Zeitung abgebildet. 1863 wurde zwar zum 50. Jahrestag der Völkerschlacht ein Grundstein gelegt, aber bis zum Ende des 19. Jahrhunderts folgten keine ernstzunehmenden Umsetzungspläne. Mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 ging dann ein weiteres Argument verloren. Nun gab es den deutschen Nationalstaat, an dessen Idee mit dem Denkmal erinnert werden sollte. Gerade auch in Sachsen, das an der Seite Napoleons die Schlacht verloren hatte, hielt sich die Begeisterung für ein Mahnmal in Grenzen. Trotzdem packte der Architekt Clemens Thieme im Jahr 1894 das Projekt an und gründete den Deutschen Patriotenbund, der durch Lotterien und Spendenaufrufe die Finanzierung des Denkmals sichern sollte. Im Herbst 1895 schrieb der Deutsche Patriotenbund einen allgemeinen Ideenwettbewerb aus. Doch trotz einer Fülle an Vorschlägen entsprach keine Arbeit wirklich Thiemes Vorstellungen. So wurde schließlich der bedeutendste Denkmalschöpfer des Kaiserreiches, Professor Dr. Ing. Bruno Schmitz, er schuf auch unter anderem das Kyffhäuser-Denkmal, mit der Bearbeitung eines neuen Entwurfes beauftragt. Auf den Tag genau 15 Jahre dauerte der Bau. Der erste Spatenstich wurde am 18. Oktober 1898, der Schlussstein am 13. Mai 1912 gesetzt. Und am 18. Oktober 1913 zur 100-Jahr-Feier der Völkerschlacht konnte das 91 Meter hohe Denkmal eingeweiht werden. Die Oberleitung und Überwachung der Bauarbeiten hatte Clemens Thieme übernommen, unterstützt vom Leipziger Baumeister Otto Rudolf, der vom Deutschen Patriotenbund zum Bauführer und zum Ausarbeiten der Einzelpläne berufen worden war. Nur durch Spenden und Lotterien wurde die gewaltige Summe von 6 Millionen Goldmark, heute etwa 75 Millionen Euro, zusammengebracht, die der Bau kostete. Die Stadt Leipzig stellte nicht nur das Baugelände von 42.000 Quadratmeter im Wert von einer 500.000 Mark zur Verfügung,
Sie bewilligte seit 1899 auch alljährlich einen Baukostenzuschuss von 10.000 Mark. Ebenfalls von der Stadt gestiftet wurde die gesamte gärtnerische Anlage im Vorgelände des Denkmals, wodurch der Platz auf 80.000 Quadratmeter erweitert und damit sein Wert auf 1,5 Millionen Mark erhöht wurde. Kaiser Wilhelm II. Stiftete einen Betrag von 10.000 Mark. König Albert von Sachsen und Prinzregent Leutpold von Bayern sowie andere deutsche Fürsten haben durch bedeutende Spenden das Unternehmen gefördert. Auf der Straße des 18. Oktober zwischen dem heutigen Denkmalvorplatz und der Eisenbahnstrecke vor dem alten Messegelände war eine Kampfbahn vorgesehen. Die Ausführung des von Bruno Schmitz 1912 entworfenen Plans nach der Vorstellung des Patriotenbundes, der sich seit 1869 mit solch einem Gedanken beschäftigte, wurde letztlich vom Ersten Weltkrieg verhindert. Der 18. Oktober 1900 wurde zum Tag der zweiten Grundsteinlegung. In die bereits 13 Tage vorher begonnene erste Bauschicht des Denkmals von 2 Meter Mächtigkeit und einer Grundfläche von rund 80 x 67,5 Meter wurde der Grundstein eingebettet, der 1863 aus Anlass der 50-Jahre-Feier der Völkerschlacht auf dem Gelände der Kämpfe von 1813 gesetzt worden war. Die Arbeit an den Fundamenten dauerte bis zum Jahre 1905. 65 Pfeiler, davon 4 Haupt- und 61 Zwischen- und Nebenpfeiler, tragen das Denkmal, das ein Gesamtgewicht von 300.000 Tonnen oder 6 Millionen Zentnern hat. Die 4 Hauptpfeiler verjüngen sich von der Grundplatte aus von 19 auf 11 Meter Breite und tragen in 26 Meter Höhe eine Eisenbetondecke, auf der die kreisrunde Fußboden der Krypta mit einem Durchmesser von 11,6 Meter ruht, ausgeführt. Das eigentliche Denkmal ist in Granitporphyr ausgeführt, der in Borcher bei Leipzig gebrochen wurde. Das sehr feste Gestein eignete sich für einen solchen Bau besonders gut, da es einen geringen Verwitterungsgrad aufweist. Etwa 26.500 Granitwerkstücke von insgesamt 125.000 Kubikmetern und 120.000 Kubikmetern Stampfbeton wurden zum Bau des Denkmals verwendet. Dabei mussten die gewaltigen Steinquader, die bis zu 200 Zentner bzw. 10 Tonnen wogen, von elektrisch betriebenen Aufzügen gehoben werden. Das Holzgerüst, mit dem das Denkmal nach und nach umkleidet wurde, fand im Herbst 1911 in einer Höhe von 94 Metern über dem Straßenniveau in einem Zwölfeck seinen Abschluss. Am Fuße erhebt sich ein 19 Meter breites Relief mit einer Schlachtenszene. Im Zentrum thront die über 11 Meter hohe Statue Erzengel Michaels mit dem Schild der Kreuzritter, dem Flammenschwert und dem Adlerblick. Darüber in monumentaler Schrift: Gott mit uns. Das Denkmal, errichtet als symbolisches Grabmal für die Toten der Völkerschlacht, zeigt an der Außenseite der Kuppel 12,5 Meter hohe Ritterfiguren, die sich auf ihr Schwert stützen und Totenwache halten. In der Ruhmeshalle sollen die 9,5 Meter hohen Figuren an die 4 Tugenden erinnern: Opferfreudigkeit, Volkskraft und Glaubensstärke und Tapferkeit. In der Krypta, dem eigentlichen Ehrenmal, beeindrucken die Schicksalsmasken mit den Totenwächtern. Vor dem imposanten Bau befindet sich das 162 x 79 Meter große Wasserbecken, der See der Tränen. Das Denkmal als ein symbolisches Grabmal spiegelt sich im Wasser, sodass ein Kreuz entsteht. Am 18. Oktober 1913 weihte Clemens Thieme das Denkmal mit folgenden Worten ein: Dem Werden des Deutschen Reiches ging ein Werden des deutschen Volkes voraus. Und hier ist die Geburtsstätte, heute der Geburtstag. An der Einweihungsfeier des Denkmals nahmen Kaiser Wilhelm II., der sächsische König Friedrich August, aber auch alle Fürsten der deutschen Bundesstaaten und die Vertreter der Herrscher von Österreich, Russland und Schweden teil. Die Tribünenplätze unmittelbar vor dem Denkmal kosten 100 Reichsmark. Das wären heute 1250 Euro. Außer dem sächsischen König sprach nur Clemens Thieme.
Bei der Einweihung des Denkmals, 100 Jahre später, feierte man vor allem die Einheit und Größe der Nation. Während der bis 1945 andauernden Zeit des Nationalsozialismus schwor man am Fuße des Denkmals die Menschen auf den nationalsozialistischen Staat als Erfüllung aller Ziele ein. Dafür waren Selbstaufgabe und Unterordnung unter der Nation vor allem gefordert. Während des Zweiten Weltkrieges kam das scheinbar unzerstörbare Denkmal unter Beschuss durch amerikanische Bomben und Granaten. In den letzten Kriegstagen ernannte der damalige Leipziger Kampfkommandant, der Ritterkreuzträger Oberst von Ponkett, das Völkerschlachtendenkmal zum Verteidigungsstützpunkt. Es verschanzten sich hier über 300 Wehrmachtssoldaten, Volkssturmangehörige, Hitlerjungen sowie SS-Angehörige und leisteten bis zum 19. April 1945 dem amerikanischen Artilleriebeschuss erbitterten Widerstand. Dabei wurden zum Beispiel die Themenfenster komplett zerstört. Ursprünglich war geplant, dass diese großen Rundbögen offen bleiben sollten. Man hat sich dann erst im Herbst 1912 entschlossen, also kurz vor der Einweihung, weniger als ein Jahr zuvor, die Fenster überhaupt einzubauen. Die Fenster haben dann bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges Bestand gehabt. Ende des Zweiten Weltkrieges ist es hier zu Kampfhandlungen zwischen den Amerikanern und Resten deutschen Militärs gekommen, die sich im Denkmal verschanzt hatten. Dabei ist das Denkmal anderthalb Tage lang mit Artillerie beschossen worden und Sie können sich vorstellen, da ist natürlich also hier alles, was Glas war, zu Bruch gegangen. Diese Beschädigungen, die Abgase der Braunkohleindustrie in der DDR und der nagende Zahn der Zeit machten das Gebäude zum Sanierungsfall. Zu DDR-Zeiten wurde das Völkerschlachtdenkmal zum Symbol der deutsch-sowjetischen Freundschaft und Waffenbrüderschaft. Schließlich hatte man schon einmal gemeinsam mit dem russischen Volk einen historischen Sieg errungen und nun befand man sich an der Seite der Sowjetunion wiederum auf der Gewinnerseite. 1998 wurde der Förderverein Völkerschlachtdenkmal e.V. gegründet, um die welthistorische Gedenkstätte für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung zum Doppeljubiläum 2013 wieder zum Glanzpunkt der Stadt Leipzig zu machen. Im Jahr 2003 begannen umfangreiche Rekonstruktionsarbeiten an dem sanierungsbedürftigen Denkmal, die bis zum Jahr 2013, dem 200-jährigen Jubiläum der Völkerschlacht und 100-jährigen Jubiläum der Errichtung des Denkmals beendet wurden. Die Stadt Leipzig beteiligt sich mit 13 Millionen, der Freistaat Sachsen mit 7,5 Millionen Euro an den Kosten der Sanierung. Heute gilt das Völkerschlachtendenkmal den Leipzigern als ein Mahnmal für den Frieden und als bekanntes Wahrzeichen der Stadt. Ein Anziehungspunkt für Touristen. Jährlich werden über 200.000 Besucher gezählt. Von der obersten Plattform haben diese einen großartigen Blick auf die Stadt und das Umfeld.